Wakeboarden oder Party. Im Sommer sind die Strände von Sjofork voll. Es ist der beliebteste Badeort am Balaton, vor allem für junge Gäste aus ganz Europa. Der See ist flach, das Wasser ist warm, Strandclubs gibt's hier viele. Der Balaton ist 90 Kilometer lang und 10 Kilometer breit und damit einer der größten Seen Europas. Seit 3 Jahren können Urlauber in Sjofork wakeboarden. Thomas Schmuck ist einer der Trainer und hier aufgewachsen. Das Geschäft mit dem Trendsport läuft gut. Neben Ungarn und Deutschen kommen vor allem Niederländer und Polen. Der Tourismus hat den 25.000 Einwohnerort verändert. An dem Ufer wurde viel mehr Gebäude gebildet. Also das glaube ich, bis heute ist ein bisschen zu viel. Also für den Ungarn, für den Ausländer ist es zu viel. Also manchmal war das schon 300.000 Leute hier in Sjofork. Und das glaube ich, das ist nicht so viel mehr jetzt. Aber es gibt viel mehr Platz für die Leute. Vor rund 5 Jahren wurden in Sjofork zahlreiche Apartmentblocks und Wohnparks aus dem Boden gestampft. Auch die besseren Adressen, die Villen in der Nähe des Seeufers, wurden saniert. Viele entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, als Sjofork zum beliebten Badeort avancierte. In Zeiten des Kalten Krieges gehörte der Balaton zu den wenigen Urlaubsländern, die den DDR-Bürgern offen standen. Weil auch Westdeutsche in den Ferien kamen, bot sich die seltene Gelegenheit deutsch-deutscher Treffen. Wahrzeichen der Stadt, der Wasserturm von 1912. Rund 7 Kilometer weiter nach Westen, in Samardi-Felschö, liegt das Reiterferiendorf Kocicharda. 12 Bauernhäuser im Stil des 19. Jahrhunderts, traditionell mit Schilf gedeckt. Davon gibt es viel am Balaton. Josef Sütsch managt das Dorf, das seine Eltern vor 23 Jahren aufgebaut haben, zu Zeiten, als die meisten hier am Balaton auf den Tourismus setzten. Wir haben das Dorf bewusst im traditionellen ungarischen Stil eingerichtet. Die Möbel sind original, manche sind 100 Jahre alt. Wenn eine Familie hierher kommt, kann sich hier ihr Auto parken. Und wenn sie ihr eigenes Pferd mitbringt oder sich von uns eins leiht, kann sie es auch gleich neben dem Haus unterstellen. Es ist 30 Pferde gibt es im Reiterferiendorf und mit denen kann man 1- bis mehrtägige Reittouren machen. Das Hinterland am südlichen Ufer des Balaton ist durchzogen von sanften Hügeln. Zäune gibt es keine. Sind die Felder abgeerntet, haben die Reiter freie Bahn für den Galopp querfeldein. Auf längeren Ausritten kommt man auch an Weinbergen vorbei. Rund um den See wird seit mehr als 1000 Jahren Wein angebaut. Vom Südufer kommt der Rotwein mit dem Namen Balaton. Für dessen würziges Aroma ist Janos Czarnak von der Kellerei Balaton Boglar Borga Daszagi verantwortlich. Der Rotwein ist ein Cuvée, hergestellt aus verschiedenen Rebsorten der Region. Diese Lage ist deswegen ist gut für Trauben, weil es gibt in der Nähe im Balaton und Balatonspiegel, die Sonne scheint, drückt auf Trauben und deswegen bekommen mehrere Sonne wie normalerweise und deswegen wird vielleicht ein bisschen reifer, saftiger Trauben. Und Janos Czarnak weiß am besten, was man traditionell zu einem Balaton-Rotwein reicht. Ungarische Salami, Schinken, Käse und natürlich Paprika. Zurück in Sjofork. Wenn die Sonne untergegangen ist, füllt sich die Flaniermeile am Seeufer. Und später am Abend öffnen so langsam die Open-Air-Bühnen und Clubs. Wer gerne feiert, der ist in Sjofork richtig. Denn hier sind die Nächte lang.